Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Erstmal vorneweg muss ich mich natürlich mal wieder entschuldigen, dass diesmal eine extrem lange Pause war. Die war aber wirklich unbeabsichtigt. Bloß zum einen sind mir zwei Aufnahmen abgekackt, deswegen fangen wir auch jetzt direkt hier an der Siegestraße an. Und zum anderen hatte ich mal wieder echt viel um die Ohren und konnte mich nicht dazu hinreißen lassen, nebenbei was anderes zu machen. Aber jetzt hole ich es nach. Ich weiß, es ist ein bisschen bedauerlich, dass es an einem Part Pokémon jetzt scheitern sollte. Aber ich werde dieses Projekt jetzt hiermit mit dieser Aufnahme zu Ende führen. Mit den Top 4 Nummer 2. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich, Lorelei von den Top 4, bin zurückgekehrt. Ich kenne dich schon. Du weißt ja Bescheid. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Bist du bereit? Ich bin bereit. Zieh dich aus. Jugend. Ich habe übrigens all meine Pokémon auf Level 66 trainiert. Ja, das ausreicht. Das war mit Nocturne, mit Lizeros, mit Kaputops gar nicht so einfach. Also, liebe Kinder, falls ihr auf die Schnapsidee kommt, für irgendein besonderes Special Feature eure Pokémon austauschen zu müssen, nein, tut es nicht. Eifel ist Boden und Eis. Boden und Eis? Boden und Eis? Kaputops mit Surfer. Los, Kaputops! Das kann nämlich Bodenattacken. Und Bodenattacken sind schlecht. Oh, aber kein Fuss, was platt. Vielleicht überlebt es ja Kabutops. Sei ein braves Scheintier oder sowas nach, jawohl. Und tschüss, Eifel. Jetzt bräuchte ich sowieso erstmal nicht mehr Kabutops, das heißt, kann ich die auswählen. Ja, ich werde wechseln, und zwar auf Raphael. Jeder von den Top 4 hat jetzt übrigens ein Pokémon aus der nächsten Generation mit drin, deswegen... Ah, nein! Aber es ist ein Server. Was wollte ich jetzt sagen? Ein Pokémon aus der nächsten Generation? Jawoll! Irgendwas sagen, aber ich hab's vergessen. Also ist es egal. Ah, deswegen das Keifel. Lapras hat Donner überlebt. Haha, ey. Ist es soweit? Bist du in Rente? Blöde Kuh. Das verzeih ich dir nicht. Dafür muss dein Lapras jetzt leiden. Ja, sehr gut. Macht es echt so wenig zu Donner aus, das ist ja bitter. Bitter, bitter, bitter. Als nächstes wird Austos. Donner, 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 Donner. Donner. Austos dürfte aber Platz sein. Austos hat nämlich nicht so viele Leben wie Lapras. Ah, das ist mir. Rosana! Ja, da wechsle ich aus, sonst weiß ich nicht. Du brennst schon darauf, mich kennenzulernen. Rosana, Rosana. Ich bin Feuer und Flamme, wenn ich. Ich fackel deinen Zettel. Ja, ja, ihr habt richtig gesehen, sie hat gar keine Zöpfe. Es sollte nicht so laufen. Du bist besser als ich dachte. Du kennst mich schon. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die ich noch erwarte. Das hast du mir auch schon mal gesagt.
Weiter. So, da, Top-Genesung. So. Gegen Bruno. Bruno hat jetzt was für Pokémon. Auf jeden Fall Kampf, da brauche ich schon mal. Fliegen mache ich sie, glaube ich, schon platt. Bruno, mein Liebster! Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Ja, ich weiß, ich habe dich schon mal getroffen. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Das hast du mir auch schon mal gesagt. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Bambu! Wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff! Das hast du das letzte Mal auch nicht geschafft. Ich mach dich nass. Flammenwurf reicht hoffentlich aus. Ha, Schwein gehabt. Als nächstes Nocturne. Uninteressant, denn mein Lubak kann fliegen. Flying to the horizon. Flying to Nocturne. Oh. Das lief nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, er setzt jetzt die Top-Genesung ein. Ich will kein Risiko eingehen, es tut mir leid. Und das Tolle ist, Tobias kann ja auch Flügel schlagen. Weißt du, was es heißt, Nocturne? Hoppala. Das heißt, bye bye. Ist Tobias stärker als Tilo? Tatsache. Dabei ist Flügelschlag schwächer als Fliegen. Jetzt würde ich mir aber Gedanken machen, Tilo. Dürfte Kikli aber auch kein Problem mehr sein. Weil Kikli hat ja weniger Verteidigung als Nocturne. Na gut, bei einem Volltreffer ist es eh Käse. Wurst. Vielleicht ist es so beides, dann machen wir uns ein Sandwich. Nein, ich wechsle mal nicht. Mach oh mei! Wirkt mal gar nicht so scheiße. Noa. Was fällt dir eigentlich ein? Hier, nimm das. Aber auf die Strafbank. Was dem eigentlich einfällt, mich mit Steinen zu bewerben. So, wechseln. Das war eine gute Entscheidung, die nur wieder zu erleben. Kommt davon, wenn man auf seine Onyxe verzichtet. So, und jetzt kein Risiko, einfach Witzekolon. Fertig. So mag ich das. So muss das alles laufen. So ist es einfach perfekt. So, aber was unternehme ich gegen die blöde Agathe? Ich bin erledigt, doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Und ich drücke schräg. Was setzt sich gegen Agathe? Erdbeben, aber Gengar ist, glaube ich, schneller. Ich kann es ja trotzdem mal versuchen. Los, Izeros, zeig mal, was du drauf hast.
Ich bin Agatha aus dem Top 4. Ich habe gehört, dass Eich dich protegiert. Dieser alte Knacker war früher stark und schön. Aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Bamboo, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Hau mich mit deinem Gehstock, Agathe. Oh ja, so muss das sein. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja. Doof. Dann bleibt mir nur noch viel in, aber Steinattacken. Moment mal, Stein. Warte mal, Rizoros kann, glaube ich, gar keine Steinattacken mehr. Der kann ja nur noch Stärke und viel ändern. Und Schaufel halt. Ich habe deswegen Rizoros jetzt ins Messer laufen lassen, weil wenn ich gewechselt hätte, hätte der nächste Psychokinese abbekommen. Weißt du was, dann gehen wir einfach auf Raphael. Los! Du bist eh der Schnellste, der Schönste, der Schlauste und mit Biss machst du eh fertig. Naja, fast. Das hätte ja zurückweichen. Ja, zurückweichen. So schön gewesen. Die Blöte war hier, hoffentlich, glaube ich, bete ich. Ja, beten musste ich doch nicht. Hat sich das nicht herrlich angehört? Ja, toll, geh weg. Na Quatsch. Raphael enttäuscht mich niemals. Oh, fuck. Ist jetzt ernsthaft? Vielleicht setzt Gengar ja nochmal setzt es nochmal ein. Verwirrt werden kann ich ja nicht nochmal. Nein, es ist ein Psychokinese sein. Ah. Kann ich riskieren, dass er platt geht? Wieso habe ich jetzt eigentlich schon wieder solche Probleme? Die letzten beiden sind doch so super gelaufen. Oh. Oh, Top-Genesung hat auch die Verwirrung weggenommen. Finde ich akkurat. So, ja, ich wechsle auf Kaputops wegen Antikraft. Bitte sei schneller, Kaputops. Bitte. 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 Oh. Bitte triff, Kabutops, bitte! Oh, zum Glück. Oh, das hat mir gar nichts gemacht. Oh Gott! Ja, das war's von meinem Kabutops. Darbok dürfte wieder voll sein. Nocturne, versuch du dein Bestes. Wieder Wurm drin. Komm schon. Warum? Oh, ich hasse es. Nocturne bestimmt vergiftet. Wer hätte es anders vermutet? Sich treffen, sich vergiften lassen. Und
auch noch. Oh, Nocturne, bitte. Dumme Doppelchen. Ich hasse diese Pech. Ich hasse sie. Und das auch. Ja, ich weiß gar nicht, was ich alles noch einsetzen soll. Jawoll! Und jetzt sei bitte platt, Arbok. Nein, jetzt setzt die blöde Truller doch eh wieder Genesung ein. Nein, und auch noch mal doppelt. Oh Gott. Oh Mann. Wenn man Flammenwurf genug Eier abzieht und in der nächsten Runde einen Hitzekoller trifft, dann habe ich Glück gehabt. Oder es kommt jetzt ein Volltreffer, was echt gut kommen würde. Scheiße. Sei nicht vergiftet, Tino, sei nicht vergiftet! Nein, nicht so viel! Danke, Hitzekoller! Also, dass ich mit der jetzt solche Schwierigkeiten hätte, hätte ich nicht vermutet. Bei Siegfried ja, aber nicht bei der. Das blöde Aero oder Kühler wartet mich auch noch. Dafür, dass es deren zweites Pokémon ist, ist es eine echt schlechte Bilanz bei mir. Oh, nun komm schon! Sauber einsetzen, setze vielleicht. Oh, kein Top-Genesung. Welche Erleichterung? Machen wir gleich in die Hose vor Erleichterung. Traunvogel, ja, herzlichen Dank auch. Ja, dann muss Raphael jetzt versuchen, das Ganze zu schmeißen. Ich glaube, ich habe ganz gut. Das wäre sehr, sehr bedauerlich, wenn es das einsetzen würde.
glaube, da muss ich irgendwas kaputt machen. So, Traunvogel ist schon mal platt. Und Raphael kriegt ein Level ab. Das finde ich sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. X-Bot. Da habe ich absolut nichts gegen. X-Bot ist perfekt. Oh, und Donner trifft sofort. Oh, ich bin so glücklich. Und du schreckst zurück. Ja! Dafür, dass der es so schwierig angefangen hat, ging es jetzt für die letzten drei ziemlich zügig. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Geh weg. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort. Ich glaube, hiernach muss ich erstmal eine Pause machen, weil wenn mich Siegfried platt macht, ich muss das Ganze nochmal machen, kriege ich wahrscheinlich einen Kollaps. Also ist das Finale in zwei Folgen aufgesplittet. Was ja zum Glück nicht verkehrt ist. So wie ich das sehe, wären wir mit dem Intro garantiert wieder auf eine halbe Stunde plus gekommen. Nur noch mal schnell meine Pokémon. Was unternehme ich eigentlich gegen seine Aerodactyl? Er kann mir nichts verraten. Ich weiß es nämlich selber nicht. Ah, doch, warte, Tobias? Doch, Tobias setze ich dann ein. So, Speichern. Ja, das ist mir egal. Und, Leute, wir sehen uns ganz einfach im nächsten Part wieder, wenn wir dann im Finale mal ordentlich ranklotzen. Bis dahin, ciao!